Herzlich willkommen zu unserer siebten Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit der Informationsverarbeitung in unserem Nervensystem beschäftigen. In den letzten Sitzungen haben wir ja sehr detailliert angeschaut, erstmal, wie ist eine Nervenzelle aufgebaut, dann wie wird Information innerhalb einer Nervenzelle transportiert, dann wie wird Information zwischen Nervenzellen transportiert, wie wird auch Information in unserem Hormonsystem transportiert. Letzte Sitzung haben wir uns dann sehr genau angeschaut, wie ist unser Nervensystem eigentlich aufgebaut, welche Aufgabe haben eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Teile und unterschiedlichen Bereiche in unserem Nervensystem. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich Informationen in unserem zentralen Nervensystem weiterleiten, um hier ganz zentrale Faserverbindungen kennenzulernen. Dann wollen wir uns auch unser Rückenmark, unser peripheres Nervensystem nochmal genauer anschauen und uns dabei auch anschauen, was für unterschiedliche Klassen von sensorischen und motorischen Nervenfasern wir denn haben. Dann gehen wir dann weiter zu solchen Konzepten wie rezeptiven Feldern und der Ordnung, der topischen Ordnung in unseren sensorischen Systemen. Zu guter Letzt kommen wir dann auf die serielle Verarbeitung und die parallele Verarbeitung von Informationen in unserem Nervensystem zu sprechen, um uns dann zu guter Letzt funktionelle Netzwerke anzuschauen, also anzuschauen, wie Information in unserem Nervensystem in Netzwerken organisiert wird und hier in Netzwerken komplexe Funktionen verortet werden. Diese Folie, die kennen Sie bereits aus der letzten Sitzung. Da haben wir uns angeschaut, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen unserem zentralen Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark, und unserem peripheren Nervensystem, das unseren Rumpf, unsere inneren Organe und unsere Muskeln versorgt. Hier sehen Sie auch nochmal die Anteile dieser zwei Nervensysteme, also Gehirn und Rückenmark auf der einen Seite und Spinalnerven, Hirnnerven und Körpernerven auf der anderen Seite, die über efferente und afferente Signalwege miteinander kommunizieren. Und genau diese Signalwege wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Efferente und afferente Verbindungen haben wir natürlich nicht nur zwischen unserem zentralen Nervensystem und unserem peripheren Nervensystem, sondern auch innerhalb unseres zentralen Nervensystems haben wir efferente und afferente Verbindungen. Erinnern Sie sich nochmal an die Sitzung, in der wir kennengelernt haben, aus welchen Schichten unser Neokortex beispielsweise aufgebaut ist. Da haben wir gesehen, dass es Feed-Forward- und Feedback-Verbindungen in unserem Gehirn gibt. Also in unserer grauen Substanz, in unserem sechsschichtigen Neokortex, haben wir auch Verbindungen in eine Hierarchie. Und auch hier kann man von efferenten und afferenten Verbindungen sprechen. Efferente Verbindungen wären dabei immer Verbindungen, die aus einem Areal entspringen, also irgendwelche Informationen wegtragen, und afferente Verbindungen werden immer die Informationen zu einem ganz bestimmten Areal hintragen. Diese Faserverbindungen in unserem Neokortex vor allem sind in der weißen Substanz realisiert. Diese weiße Substanz, das ist der Teil des Gehirns unterhalb der Großhirnrinde, der vor allem aus myelinisierten Axonen besteht. Dieses Myelin, Sie erinnern sich nochmal, unsere Gliazellen, die Oligodendrozyten, die hier im zentralen Nervensystem die Isolierung um die Axone bereitstellen. Die sind ja aus Fett, so eine Fettisolierung, und dieses Fett sieht dann tatsächlich im Hirnschnitt weiß aus. Deswegen nennt man diesen Bereich auch weiße Substanz. Und in dieser weißen Substanz haben wir eine ganze Reihe von Faserverbindungen, die die Informationsleitung über unseren Neokortex und auch in die Informationsweiterleitung zwischen Neokortex und tieferen Hirnstrukturen realisieren. Die ersten Fasern, die wir dabei kennenlernen, sind die sogenannten Assoziationsfasern. Die Assoziationsfasern, die kommen in zwei Varianten, in einer langen und einer kurzen Variante. Also kurze Varianten, die kurzen Assoziationsfasern, die verbinden beieinander liegende
Areale in unserem Gehirn. Wir werden heute im Verlauf der Vorlesung ganz viel auf diese hierarchische Verarbeitung, die serielle Verarbeitung von Informationen in unserem Gehirn eingehen. Und für diese serielle Verarbeitung, also diese Verarbeitung in benachbarten, nacheinander die Verarbeitung in benachbarten Gehirnbereichen, da sind diese kurzen, diese arkuaten Fasern ganz relevant. Die verbinden hier also beieinander liegende Gehirnbereiche. Genauso haben wir aber auch Fasern, die weit entfernte Hirnbereiche miteinander verbinden, also beispielsweise visuelle und auditorische oder visuelle und Assoziationsareale. Diese nennt man dann Longitudinalfasern, die also hier über eine längere Distanz die Information transportieren. Wir müssen aber Informationen nicht nur innerhalb einer Hemisphäre transportieren, sondern wir müssen auch Informationen zwischen unseren beiden Gehirnhemisphären austauschen. Und dazu sind die sogenannten Kommissuren da. Diese Kommissurenfasern, das sind die Verbindungen zwischen unseren beiden Hemisphären. Und die wichtigste Kommissur ist der sogenannte Corpus callosum. Dieser Corpus callosum, der Balken, den finden wir hier in der Mitte des Gehirns, ist eine ganz, ganz breite Faserverbindung, eine ganz starke Faserverbindung, die die linke und die rechte Hirnhälfte miteinander verbindet. Wir haben hier auch noch kleinere Kommissurenfasern, die anteriore und die posteriore Kommissur, die wir dann eben hier an der Vorderseite und an der Hinterseite unseres Corpus callosum finden. Und natürlich haben wir in unserem zentralen Nervensystem auch Projektionsfasern. Und diese Projektionsfasern, das sind die Fasern, die dann beispielsweise unser zentralen Nervensystem, unser Gehirn mit den weiteren Bereichen des zentralen Nervensystems, wie dem Rückenmark, verbinden. Also hier haben wir so lange Verbindungen, beispielsweise aus dem Motorkortex über die Crura cerebri, die Hirnschenkel, dann zum Rückenmark hin. Das sind eben diese langen Projektionsphasen. Zu diesen efferenten und afferenten Verbindungen, vor allem zwischen zentralen Nervensystem und peripherem Nervensystem, sind auch ganz zentral die sogenannten Hirnnerven zu zählen. Diese Hirnnerven, das sind 12 paarig angeordnete Nerven, die im verlängerten Rückenmark, also der Medulla oblongata oder dem Hirnstamm entspringen und die vor allem für die Versorgung unseres Kopfbereiches relevant sind, die also ganz relevant sind für unterschiedliche Sinneseindrücke. Sie sehen hier auf der Folie, sehen Sie, wo die hier am Gehirn entspringen. Also sie entspringen quasi hier an der Unterseite unseres Gehirns, rechts und links parallel zum Hirnstamm, haben wir eben hier unterschiedliche Nervenfasern, die dann unsere unterschiedlichen Sinne versorgen. Also beispielsweise unseren olfaktorischen Nerv, hier den ersten Hirnnerv, der hier am Bulbus olfactorius entspringt und dann in die Nase zieht, oder der zweite Hirnnerv, der optische Nerv, die Faserverbindung also zwischen unseren Augen, Thalamus und dann visuellem Kortex. Und so haben wir eben ganz, ganz viele Hirnnerven, 12 Stück insgesamt, die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Und ich habe Ihnen hier mal eine Tabelle mitgebracht, in der Sie die 12 Hirnnerven sehen und jeweils auch sehen können, sind das sensorische oder motorische Nerven, also sind das efferente oder afferente Nerven, also sensorisch afferent, da nehmen wir Informationen auf, motorisch efferent, da geben wir Informationen ab. Und Sie sehen hier schon, ganz viele von diesen Nerven haben beide Rollen. Wenn wir uns da beispielsweise den Nervus trigeminus, den fünften Hirnnerv anschauen, dann sehen wir, dass wir über diesen Hirnnerv, diesen fünften Hirnnerv, sowohl sensorische Information, also Information aus unserem Kiefer, unserem Mundbereich, der Zunge aufnehmen, aber eben auch motorische Information eben genau an unsere Zunge, an unseren Kiefer abgeben. Das sind also quasi ein Nerv, der wird hier Information in beide Richtungen ausgetauscht über eine Nervenbahn. Gehen wir jetzt mal
Schauen wir uns jetzt mal an, wie jetzt eigentlich in diesem peripheren Nervensystem, also wenn wir vom zentralen Nervensystem zum peripheren Nervensystem gehen, wie hier eigentlich die Information geleitet wird. Wir haben hier unser zentrales Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark, und dann muss hier die Information aus diesem Rückenmark irgendwie in unsere Peripherie, also muss ja irgendwie in unsere Muskeln kommen, oder wir müssen irgendwie Information von unserer Hautoberfläche in unser Rückenmark und unser Gehirn aufnehmen können. Die einfachste Variante dabei ist, das sehen wir hier im ersten Abschnitt, das somatische motorische System. Genauso das somatische sensorische System, im Grunde ähnlich aufgebaut. Wir bleiben hier beim motorischen System. Da haben wir Nervenzellen, die entspringen im zentralen Nervensystem, also im Rückenmark, und die ziehen dann vom Rückenmark direkt in die Muskeln und aktivieren hier direkt unsere Muskeln. Da haben wir also keine weiteren Verschaltungsstationen. Es ist direkt hier eine Verbindung von zentralem Nervensystem zu peripherem Nervensystem über sehr, sehr lange Axone. Auf der anderen Seite, in unserem peripheren Nervensystem, im sogenannten autonomen Nervensystem, zum autonomen Nervensystem gehören Sympathikus und Parasympathikus, da haben wir eine etwas komplexere Verschaltung. Da ist nämlich nochmal eine synaptische Verschaltung dazwischen geschaltet. Wir sehen es hier im Sympathikus und Parasympathikus, da haben wir eine sogenannte Ganglien, da haben wir sogenannte Ganglienzellen, die hier nochmal eine Verschaltungsstation realisieren. Und diese Verschaltungsstation, die kann entweder direkt am Rückenmark liegen, wie wir es im sympathischen Nervensystem haben. Da haben wir also aus dem Rückenmark zum Grenzstrang eine Verschaltung und dann vom Grenzstrang zu unseren inneren Organen eine Verschaltung. Oder wir können eine Anordnung haben, wie wir es im parasympathischen System haben. Da ziehen Axone vom Rückenmark in die Nähe des Zielorganes und dann haben wir in der Nähe des Zielorgans ein Ganglion, wo dann hier auf das Zielorgan umgeschaltet wird. Ganz wichtig dabei, wir haben hier nochmal eine Verschaltungsstation. Diese Verschaltungsstation im sympathischen Nervensystem ist nah am Rückenmark, im parasympathischen Nervensystem ist sie nah am Zielorgan. Das Ganze sehen wir hier nochmal in so einer ganz großen Übersicht über unser sympathisches und parasympathisches Nervensystem. Da können Sie nochmal schauen, welche Bereiche unseres, wie die Verschaltung zwischen unserem zentralen und unserem peripheren Nervensystem hier organisiert ist. Und Sie sehen hier im sympathischen Nervensystem in blau eingezeichnet, da haben wir eben unser Rückenmark und neben dem Rückenmark den sogenannten Grenzstrang. Und in diesem Grenzstrang, das sind die Ganglien für die Versorgung unserer inneren Organe im sympathischen Nervensystem. Und dieses sympathische Nervensystem ist assoziiert mit einer Erregung dieser inneren Organe. Auf der anderen Seite haben wir unser peripheres Nervensystem. Diese Nerven im peripheren Nervensystem, die entspringen eben nicht hier entlang des Rückenmarks im Grenzstrang, sondern haben ihren Ursprung eben hier im verlängerten Rückenmark. Und hier ziehen eben diese Nerven relativ weit in unser peripheres Nervensystem hinein. Und wir haben die Verschaltung erst relativ kurz vor den Organen. Und dieses parasympathische Nervensystem ist assoziiert mit einer Hemmung, mit einer Reduktion der Aktivierung, also mit einer eher Entspannung, mit einer Regeneration der Aktivierung. Schauen wir uns jetzt nochmal genauer unser Rückenmark an. Das Rückenmark, das haben wir in der letzten Woche schon kennengelernt. Sie erinnern sich nochmal, unser Rückenmark ist ja eingebettet in unseren Wirbelkanal, also genauso wie unser Gehirn eingebettet ist in den Schädel, ist unser Rückenmark eingebettet in den Wirbelkanal. Auch um dieses Rückenmark drumherum haben wir diese Häute, die wir auch ums Gehirn drum haben. Also unser Rückenmark ist genauso ähnlich geschützt vor äußeren Einflüssen wie unser Gehirn. Also ganz vom Aufbau ganz ähnlich. Und auch im Rückenmark haben wir graue Substanz und weiße Substanz. Im Rückenmark ist es jetzt hier ein bisschen anders angeordnet. Da ist die graue Substanz im Inneren des Rückenmarks und die weiße Substanz drumherum. In unserem
Gehirn, also bei Menschen im Gehirn ist es ja andersrum. Da haben wir die graue Substanz, den Neokortex, außen drum und die weiße Substanz innen drin. Und diese Anordnung, die ist dann umgedreht im Rückenmark. Da haben wir die graue Substanz in der Mitte und die weiße Substanz, also die Nervenfasern, diese langleitenden Faserbündel drumherum. Und entlang unseres Rückenmarks haben wir die Ganglienzellen und in diesen Ganglienzellen, da finden wir eben die Zellkerne für sowohl motorische als auch sensorische Fasern. Und diese motorischen und sensorischen Fasern, die werden auf zwei unterschiedlichen Wegen auf unser Rückenmark verschaltet. Wir haben in unserem Rückenmark in der Anordnung einen ventralen und einen dorsalen Bereich. Ventral, das ist unser Bauchbereich, dorsal, das ist der Rücken. Und hier im Ventralbereich, also vorne, da geht die Information raus. Das können Sie sich also ein bisschen als Eselsbrücke merken, in die Richtung, in die Sie laufen, da geht auch Information aus Ihrem Rückenmark raus. Also Sie laufen ja in Bauchrichtung, also auch Information verlässt Ihr Rückenmark in dieser Bauchrichtung und die Information kommt rein, kommt zurück, über den Dorsalbereich, also den Rückenbereich Ihres Rückenmarks. Und wir haben jetzt hier eben also unterschiedliche Anteile in diesem Rückenmark, die für die Informationsaufnahme und für die Informationsabgabe relevant sind und verantwortlich sind. Das Wichtige dabei ist, dass Sie im Hinterkopf behalten müssen, dass das Rückenmark sowohl für die Reizweiterleitung als auch für die Reizverarbeitung relevant ist. Wir haben ja ganz am Anfang in einer der ersten Sitzungen schon kennengelernt, wie wir rein aufgrund eines sensorischen, eines Interneurons und eines Motorneurons eine Signalverarbeitung realisieren können. Das heißt, Informationen, die wir aufnehmen über unsere sensorischen Fasern, kommt dann über den Dorsalbereich, das Dorsalhorn in unser Rückenmark hinein, wird dann auf Ebene des Rückenmarks in einem Interneuron verschaltet, auf ein Motorneuron und diese Information verlässt dann über unseren Bauchbereich wieder unser Rückenmark. Also auf dieser Ebene können wir schon Informationsübertragung realisieren, aber das Rückenmark ist zusätzlich ganz stark daran beteiligt, oder die Hauptaufgabe des Rückenmarks ist, die Information entlang des Rückenmarks dann in unser zentrales Nervensystem weiterzuleiten. Und hier sehen Sie mal ganz grob dieses Schema der Informationsweiterleitung am Schaubild hier im auditorischen System erklärt oder hier mit diesen Kästchen einmal ganz grob zusammengefasst. Wir haben also irgendeinen Reiz im auditorischen System, eine Schallwelle, dieser Reiz erreicht eine Sensorzelle und diese Sensorzelle leitet über afferente Fasern die Information in die Projektionsgebiete. Projektionsgebiete beispielsweise eben Thalamus. Oder dann vom Thalamus die Projektionsfasern in die primärsensorischen Areale, wie beispielsweise den auditorischen Kortex. Und auf dieser Ebene haben wir dann Empfindungen. Also hier wird die Information im zentralen Nervensystem registriert. Das heißt aber noch nicht, dass wir sie tatsächlich wahrnehmen können. Denn eine bewusste Wahrnehmung erfordert eine gewisse Aktivierung, erfordert also eine relativ großflächige Aktivierung dieser Nervenbereiche im zentralen Nervensystem. Und genau um diese Aktivierung von unserem zentralen Nervensystem, die können wir dann beispielsweise über Feedback, also wieder diese absteigenden Nervenfasern, diese absteigenden Verbindungen beeinflussen. Beispielsweise Aufmerksamkeit, also genaues Hinhören, kann Ihre auditorische Wahrnehmung, Ihr auditorisches Empfinden verbessern und damit eine verstärkte einen verstärkten Sinneseindruck hervorrufen. Sie sehen es hier schon an dieser Folie, dass wir hier beispielsweise im auditorischen System die Information auf mehreren Pfaden gleichzeitig transportieren. Und das ist eigentlich in jedem
von unseren sensorischen Systemen so, dass Information nicht nur auf einem Signalweg transportiert wird, sondern auf vielen parallelen Signalwegen. Beispielsweise haben wir Informationen aus unserem linken oder auf dem rechten Ohr, aus dem linken und dem rechten Auge. Und diese Information wird parallel transportiert. Und genauso haben wir es beispielsweise, wie wir es hier im somatosensorischen System kennenlernen werden, auch multiple Signalpfade für unterschiedliche Sinnesqualitäten. Hier am Beispiel vom somatosensorischen System werden wir kennenlernen in einer der nächsten Sitzungen, wie wir beispielsweise reine Berührung über das sogenannte Hinterstrangsystem transportieren, aber eine schmerzhafte Berührung über einen dezidierten anderen Signalweg, den sogenannten Vorderseitenstrang, das Vorderseitenstrangsystem. Und Sie sehen es jetzt hier, wenn Sie genau auf diese Folie schauen, dass diese unterschiedlichen Systeme an unterschiedlichen Bereichen in unserem Rückenmark transportiert werden. Also der reine Informationsaufnahme ist erstmal die gleiche. Hier unsere Zellkerne, die sind hier in unserem Ganglien, aber die verschalten dann auf unterschiedlicher Ebene in unserem Rückenmark, also beispielsweise in unserem Hinterstrangsystem gibt es eine relativ schnelle Abzweigung und eine direkte Weiterleitung auf der gleichen Hemisphäre und die Verschaltung auf die kontralaterale Hemisphäre erfolgt dann erst in einem höheren Areal. Im Vorderseitenstrangsystem haben wir eine andere Anordnung, da kommt die Information in unserem Rückenmark an, wird dann direkt auf die andere Hemisphäre verschaltet und läuft dann auf einem anderen Signalpfad in unser Zentralnervensystem. Wir haben hier also mit unterschiedlichen Sinnesempfindungen assoziierte parallele Signalwege in einem sensorischen System. Wir haben es gerade kennengelernt, dass wir Informationen in parallelen Signalpfaden weiterleiten. Und diese unterschiedlichen Informationsqualitäten, die sind auch assoziiert mit unterschiedlichen Nervenfasern. Also Information in unserem Nervensystem wird nicht immer nur über eine Nervenfaser weitergeleitet, auch nicht nur über eine Nervenfaserklasse, sondern wir haben ganz viele parallel laufende Nervenfasern, die sich in ihrer Morphologie, in ihrer Form unterscheiden und damit auch unterscheiden, welche Art von Information, welche Informationsqualität sie tatsächlich leiten. Wir hatten das ja am Anfang dieser Vorlesung schon kennengelernt, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wie wir Nervenzellen klassifizieren können. Sie erinnern sich nochmal, da hatten wir diese Alpha, A, Beta, A, Delta und C-Fasern kennengelernt beispielsweise. Und diese unterschiedlichen Nervenfasern, die zeichnen sich durch unterschiedliche Leitungsgeschwindigkeiten, durch unterschiedliche Dicke und durch ihre Myelinisierung aus. Wir erinnern uns nochmal, wir hatten schon kennengelernt, dass Nervenfasern schneller leiten, je dicker sie sind. Also je dicker eine Nervenfaser ist, desto schneller wird die Information hier geleitet. Außerdem wird die Informationsleitungsgeschwindigkeit erhöht durch diese Myelinisierung, also durch die Isolierung der Axone. Sie erinnern sich nochmal hier, diese Isolierung hier, das Aktionspotenzial springt von Ranvierschen Schnüring zu Ranvierschen Schnüring, die sogenannte saltatorische Informationsleitung, die hier die Leitungsgeschwindigkeit erhöhen kann. Und so haben wir eben hier in unseren sensorischen Systemen unterschiedliche Axone, die Informationen unterschiedlich schnell leiten. Beispielsweise eben hier unsere A-Alpha-Neurone, die Informationen sehr, sehr schnell leiten, also mit 80 bis 100 Metern pro Sekunde. Eine etwas gängigere Geschwindigkeitseinschätzung wäre 100 Meter pro Sekunde. Das sind 360 Kilometer pro Stunde. Also extrem schnelle Informationsleitung über diese A-Alpha-Fasern. Sie können sich das auch so vorstellen. Wenn Sie beispielsweise Ihr Bein haben, das ist einen Meter lang, dann braucht es etwa eine Sekunde, bis die Information, braucht es etwa 0,1 Sekunde, also im Millisekundenbereich, die Information von Ihrem Fuß bis zu Ihrem Rückenmark. Also im Grunde fast instantane Informationsweiterleitung
ohne eine große zeitliche Verzögerung entlang des Axons. Das bedeutet, dass wir unsere Information, dass die Information in unserem Nervensystem auch mit leichtem zeitlichen Versatz verarbeitet wird. Bleiben wir mal in unserem somatosensorischen System, also in der Wahrnehmung der Hautoberfläche, also unserer Körperoberfläche. Wenn wir unsere Hautoberfläche leicht berühren, dann wird diese leichte Berührung über diese dicken A-Alpha-Fasern transportiert, kommt also sehr schnell in unserem Nervensystem an. Also Sie haben so ganz leichte Bewegungen, die nehmen Sie sofort ohne größere Verzögerung wahr. Wenn wir jetzt unsere Haut stärker berühren, je stärker wir diese Haut berühren, desto stärker werden auch mehrere Neurone aktiviert, und zwar dann die A-Beta- und A-Delta-Fasern. Also mit stärkerer Aktivierung werden dann auch diese langsam leitenderen Fasern aktiviert. Und wir haben hier so eine kaskadenartige Informationsweiterleitung, dass also hier der Reiz auch über längere Zeit hinweg transportiert wird, nämlich über diese unterschiedlichen Fasern. Und wenn wir jetzt uns einen Schmerz zufügen, also ein schmerzhafter Reiz auf unserer Haut ankommt, dann wird dieser schmerzhafte Reiz über die nicht myelinisierten C-Fasern geleitet. Und über diese nicht myelinisierten C-Fasern, da wird Information sehr, sehr langsam über eine sehr lange Zeit hinweg geleitet. Also wenn Sie sich beispielsweise auf den Arm hauen, dann haben Sie eine frühe Schmerzwahrnehmung, das ist die reine somatosensorische Aktivität über die A-Alpha, A-Beta und A-Delta-Fasern. Und dieses Nachspüren, das ist dieses Gefühl, okay, hier war irgendein Reiz, das ist eine Informationsleitung über die langsam leitenden C-Fasern. Also hier eben diese parallele Informationsweiterleitung in unserem Nervensystem leitet hier unterschiedliche Empfindungsqualitäten an unser zentrales Nervensystem aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Axone der Nervenzellen in unserem Nervensystem. Wir haben aber natürlich nicht nur unsere Hautwahrnehmung, also unser somatosensorisches System, sondern wir haben ganz unterschiedliche Sinne. Diese klassischen Sinne, die kennen Sie vermutlich, also sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, unsere fünf Sinne, aber das ist natürlich nicht alle Informationen, die wir aufnehmen, sondern wir haben auch beispielsweise ein Temperaturempfinden. Also Sie haben ein Empfinden dafür, wie warm oder wie kalt ein Objekt ist oder auch wie warm oder wie kalt Ihre Umgebung gerade ist. Genauso haben Sie natürlich Schmerzempfindung, also nicht nur eine reine somatosensorische Tastempfindung, sondern auch eine Schmerzempfindung, dass eben ein qualitativ anderer Reiz ist, der auch über eine andere Art von Sinneszellen aufgenommen wird. Dann haben wir natürlich auch unseren Richtungssinn. Wir wissen also, in welche Richtung wir uns drehen, unser Gleichgewichtsorgan, das hier ja auch ein eigener Sinn ist. Also wir haben einen Sinn dafür, in welche Richtung wir uns drehen und in welcher Lagerichtung wir uns befinden. Und genauso haben wir einen Sinn, unsere Propriozeption über unseren eigenen Körper. Wir wissen also, in welcher Stellung sich unsere Gelenke, unsere Muskeln befinden, auch wenn wir die nicht sehen. Also wir haben einfach eine Wahrnehmung unseres Körpers direkt aus den Muskeln und Gelenken. Und in diesen unterschiedlichen Sinnessystemen haben wir unterschiedliche Sinneszellen, mit denen wir Informationen aufnehmen. Wir haben hier im Grunde drei große Sinneszellklassen. Das erste sind die Chemorezeptoren. Also Chemorezeptoren, das sind Rezeptoren, also sensible Nervenzellen, die über einen chemischen Stoff aktiviert werden. Da die größte Klasse, die wahrscheinlich die einfachste Klasse davon, sind die Riechsinneszellen in unserem olfaktorischen System. In unserem olfaktorischen System, da wachsen diese Riechsinneszellen aus dem Bulbus olfactorius, den sehen wir hier an der Unterseite unseres Gehirns. Der Bulbus olfactorius zieht hier oberhalb unserer Nase in den Schädel und dann gibt es am Schädel die sogenannte Siebbeinplatte und durch diese Siebbeinplatte wachsen dann Riechsinneszellen in unsere Nase hinein. Und diese Riechsinneszellen, die haben Rezeptoren, die sind genauso aufgebaut wie im Grunde die Rezeptoren, die wir schon kennengelernt haben an Nervenzellen, die eben dann eine Bindung mit einem chemischen Stoff
eingehen. Also das gleiche Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wir haben einen Stoff, einen Übertragungsstoff, der an den Rezeptor bindet und dann hier eine Signalkaskade auslöst. Das gleiche System finden wir beispielsweise in unserem gustatorischen System, also beim Geschmack, aber auch beispielsweise in der Wahrnehmung unseres inneren Milieus, also beispielsweise in der Reaktion auf unterschiedliche Konzentrationen von Sauerstoff oder Kohlenstoff, Kohlendioxid in unserem Blut. Also da werden wir beispielsweise auch genau solche Chemorezeptoren aktivieren. Die zweite Klasse, eine sehr kleine Klasse, das sind die sogenannten Photorezeptoren, die wir aus dem Auge kennen. Da haben wir unsere Stäbchen und Zapfen, das sind Rezeptoren, auch bei denen wird durch eine Energieeinwirkung, also durch eine Strahlung, die wir als Licht wahrnehmen, ein chemischer Prozess ausgelöst. Hier zerfällt also ein ganz bestimmter Stoff, beispielsweise unser Rhodopsin, und durch diesen Zerfallprozess wird dann eine Signalkaskade ausgelöst. Die größte Sinneszellklasse sind aber die sogenannten Mechanorezeptoren, also Rezeptoren, die sich aufgrund einer mechanischen Verformung verändern und die, bei denen dann beispielsweise aufgrund einer mechanischen Verformung Ionenkanäle geöffnet werden, durch die dann ein Rezeptorpotenzial oder Aktionspotenzial ausgelöst werden kann. Diese mechanosensiblen Zellen, diese Mechanorezeptoren, finden wir beispielsweise in unserer Haut, aber eben auch in unserem auditorischen System und in unserem Vestibularsystem, genauso an unseren Muskeln, in den Sehnen, in den Gelenken, überall da finden wir eben diese mechanosensiblen Rezeptoren. Ganz grob können wir unsere Sinneszellen einteilen in zwei Klassen, in die primären und die sekundären Sinneszellen. Primäre Sinneszellen sind dabei Sinneszellen, die direkt ein Aktionspotenzial erzeugen können. Wir sehen es hier in Schaubild A dargestellt. Also eine primäre Sinneszelle, das sind im Grunde spezialisierte Neurone. Nehmen wir beispielsweise unsere Riechsinneszellen. Die sind vom Aufbau her ganz, ganz ähnlich wie Neurone. Und dieser Reiz, also eine Veränderung an diesem Reiz, beispielsweise das Binden eines Geruchsstoffes an diesen Rezeptor, führt zu einer Signalkaskade. Also dann wird ein Generatorpotenzial erzeugt und dieses Generatorpotenzial erzeugt dann direkt an der Triggerzone ein Aktionspotenzial. Also hier wird direkt selbst ein Aktionspotenzial ausgelöst, das dann weitergeleitet werden kann. Sekundäre Sinneszellen, das sind im Grunde spezialisierte Gewebezellen, also das sind keine Nervenzellen, sondern Gewebezellen. Hier wird durch einen Reiz ein sogenanntes Generatorpotenzial erzeugt und dieses Generatorpotenzial führt dann zu einer Ausschüttung von Neurotransmittern. Hier wird also kein Aktionspotenzial erzeugt. Hier gibt es also kein Axon, an dem ein Aktionspotenzial erzeugt werden kann, sondern hier werden an der Sinneszelle Neurotransmitter freigesetzt, die dann an dem nachgeschalteten Nerv zu einem Aktionspotenzial führen. Also der große Unterschied ist, dass primäre Sinneszellen direkt selbst ein Aktionspotenzial erzeugen, sekundäre Sinneszellen, da kommt es zu einem Freisetzen von Neurotransmittern und das Aktionspotenzial entsteht dann erst am nachgeschalteten, am nächsten Neuron. Ich habe Ihnen jetzt hier mal eine Übersicht über unsere unterschiedlichen Sinne mitgebracht, die sich eben, wo Sie eben sehen, okay, was ist der Sinn, welche Art von Reiz nehmen wir hier auf, durch welchen Reiz wird dieser Rezeptor stimuliert und auch welche Klasse von Rezeptoren haben wir, also Photorezeptor, Mechanorezeptor. Es gibt natürlich auch noch Thermorezeptoren, die aber vom Aufbau her ähnlich sind, beispielsweise den Geschmacksrezeptoren, also hier in den Bereich der Chemorezeptoren fallen können. Und dann haben wir auch noch eine Übersicht über die unterschiedlichen Rezeptorzellen. Damit sind wir am Ende des ersten Teils der heutigen Sitzung. Im weiteren Verlauf der heutigen Vorlesung werden wir dann die Weiterleitung von Informationen und die Verarbeitung von Informationen in Netzwerken kennenlernen.